Ja, also hallo Griesenk, mein Name ist Fleur Alexandra. Ich bin hier in Tarents in unserem Betrieb. Wir betreiben Weinbau in erster Generation und angefangen haben wir vor über 20 Jahren mit der Hauslaube, der Mann, der Georg und ich. Und ja, das war eigentlich die Sorte Bacca Noir. Und aus der Hauslaube ist eigentlich jetzt mehr geworden. Jetzt sind wir bei 6 Hektar, was wir jetzt anbauen. Davon sind eigentlich 8 verschiedene Sorten. Das ist Chardonnay, Silvaner, Müller-Thurgau, Zweigelt, Pinot Noir und so weiter. Und eigentlich unsere Hauptsorte ist eigentlich der Solaris. Und Solaris ist eine pilzresistente Sorte. Und von der haben wir jetzt letztes Jahr eigentlich 3,5 Hektar, wo wir rein nur Solaris, das ist eine pilzresistente Sorte. Und ja, es ist jetzt. Ich bin gelernte Friseurin. Der Georg ist im Lager gewesen und da haben wir uns nachher entschieden, 2018, dass wir das Ganze jetzt auf selbstständiger Basis machen. Und jetzt sind wir seit 2018 die ersten Vollerwerbswinzer da in Tirol und mit 6 Hektar eigentlich auch die größten Winzer. Und da in Tirol ist die Sitte so schwer, dass man überall die Ersten eigentlich ist. Und Vollerwerb, das ist jetzt für andere ist das noch nicht so relevant und die gehen alle arbeiten und machen das hobbymäßig. Aber wenn du das so wie mir wirklich aus Leidenschaft machst und der Betrieb, wo wir jetzt eigentlich sind, das war eine traditionelle Landwirtschaft für die Schwiegereltern. Man sieht mit Schweine, Kühe, Schaf, wie man es halt kennt. Und da haben wir nachher angefangen, eigentlich Stück für Stück. Also seit 2014 ist eigentlich wieder einmal alles zu klein geworden und nachher hat man gesehen, man baut jetzt so schön klungweise eigentlich um und da, wo wir uns jetzt da begeben, das war eigentlich unser größter Stall und das ist jetzt unser Verarbeitungsraum und Flaschenlager und jetzt mit 6 Hektar, wie man sich jetzt denken kann, platzen wir eigentlich aus allen Nähten und jetzt werden wir nächstes Jahr mit dem größeren Umbau von der Kellerei anfangen und ja, das Fieber hat uns gepackt und das müssen wir jetzt einfach. Das führen wir weiter und da sind wir in einer glücklichen Lage, dass das auch unser Sohn mitlebt, das Ganze, und das mit uns noch weiter bewirtschaftet. Und ich sage, für uns gibt es nichts Schöneres wie Wein und Wein ist einfach eine Geschichte. Und im Glas erzählt es die Geschichte weiter. Und ihr seht, einmal mit dem Fieber angesteckt, lässt die eigentlich nicht mehr los. Und ja, vielleicht kommen wir jetzt mal vorbei und schauen uns das selber an. Wir bieten Verkostungen an. Und bis zu 50 Leute haben wir Platz, aber ihr könnt jetzt gerne noch zu zweit oder zu dritt kommen. Einfach ein gutes Glas Wein und in unserem gemütlichen, umgebauten Heustadel. Und ja, wir würden uns freuen und vielleicht sehen wir uns einmal. Vielen Dank.